Hallo und herzlich willkommen zu Fight Week, dem Nachrichtenmagazin von GNP1 TV auf YouTube, heute am Freitag, den 9. April 2021. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über die Ereignisse bei ONE Championship, allen voran natürlich dem heftigen Fight von Enrico Kill gegen Chingiz Alasov, aber wir blicken auch ganz kurz voraus auf die kommende UFC Fight Night am Samstag und dabei auch auf den neuen Look, mit dem die Kämpfer in den Käfig steigen werden. Los geht es aber wie angekündigt mit ONE Championship, denn die feierten eine große Premiere in der Nacht auf Donnerstag. Zum allerersten Mal wurden sie in den USA vom Sender TNT übertragen. Entsprechend war das Programm auch mehr auf dem amerikanischen MMA-Zuschauer ausgerichtet, mit den beiden Kämpfen der früheren UFC-Champions Demetrius Mighty Mouse Johnson und Eddie Alvarez. Kurzfristig wurde jedoch auch Enrico Kehl ins Programm gehievt, der seinen geplanten Kampf gegen Chingiz Alasov 2 Wochen früher als geplant absolvierte. Und wie? 3 Runden lang Vollgas, immer im Vorwärtsgang und vor allem mit dem linken Bodykick und seinen schnellen Fäusten machte Kehl seinem Spitznamen Hurricane alle Ehre gegen Alasov, der es viel zu selten schaffte, den Deutschen auf Distanz zu halten. Kehl konnte Alasov 1-2 Mal richtig durchrütteln, unter anderem mit einer Rechten in der letzten Runde. Allerdings wurde Alasov nicht angezählt und ging auch nicht K.O. Dazu reichte es dann leider nicht. Die Punktrichter mussten entscheiden, aber wie einer der Judges den Kampf für Alasov werten konnte, das ist für mich zumindest nicht zu erklären. Sei es drum, Kehl sicherte sich 2 der 3 Punktrichterstimmen und gewann damit geteilt nach Punkten. Damit konnte er sich für eine Niederlage aus dem Jahr 2016 an Alasov revanchieren. Und wie hoch dieser Sieg wirklich zu werten ist, das sieht man alleine daran, dass der Aserbaidschaner in seinen letzten über 30 Kämpfen nur 2 Mal nicht gewonnen hat. Einmal gegen Giorgio Petrosian und jetzt eben gegen Enrico Kehl. Im Main Event der Veranstaltung ging es um den Fliegengewichtstitel von ONE Championship. Den hielt Adriano Moraes. Dabei bekam er es mit dem langjährigen UFC-Champion Demetrius Johnson zu tun, der in den vergangenen Jahren einen Grand Prix bei ONE Championship gewann und jetzt seine Titelchance einlöste oder zumindest es versuchte. Denn Demetrius Johnson kam ganz heftig unter die Räder. Nachdem er schon in der ersten Runde das Nachsehen hatte gegen Moraes, bekam er in der zweiten ein richtig heftiges Knie ab und ging prompt K.O. Die Szene erinnerte doch sehr an UFC 259 zwischen Peter Yan und Aljamain Sterling. Kniestöße gegen den Kopf des Gegners, der noch am Boden ist, die sind bei ONE Championship allerdings legal. Ironisch an der ganzen Geschichte, Johnson hatte erst vor Wochen, als er auf die Szene in der UFC angesprochen wurde, noch selber gesagt, er würde diese Technik auch in der UFC erlauben, wenn er könnte, und dann ging er selbst durch sie K.O. Congratulations, you played yourself. Mighty Mouse wäre aber nicht Mighty Mouse, wenn er es nicht gelassen aufnehmen würde. Er erklärte, ja, er hätte einfach Pech gehabt und war einfach am falschen Ende der Technik. Er findet die Regeln weiterhin super. Das spricht für einen wahren Kämpfer. Auch Ex-UFC-Champion Eddie Alvarez war wieder im Einsatz und auch für ihn lief es ganz anders als geplant gegen Yuri Lapikus. Der einzige UFC-Champion im Leichtgewicht war eigentlich ganz gut unterwegs und holte den ersten Takedown des Kampfes, brachte Lapikus auf die Matte und pinnte ihn dann am Zaun fest. Dort schlug er ihm dann mehrfach gegen den Kopf, bis Lapikus nach hinten umfiel und der Kampf abgebrochen wurde. Problem dabei, mehrere Schläge gingen klar an den Hinterkopf des Moldawiers und Alvarez wurde im Anschluss disqualifiziert und wie man an solchen Bildern sieht, das nimmt ihn richtig hart mit. Der Amerikaner beschwerte sich bereits öffentlich und hofft, dass die Wertung zurückgenommen wird und vielleicht hat er da sogar einen Grund. Denn man kann nicht ganz von der Hand weisen, dass sich Lapikus mit dem Kopf schon genau so hindreht, damit die Schläge zum Foul werden. Nichtsdestotrotz darf das einem so erfahrenen Mann wie Alvarez in dieser Situation eigentlich nicht passieren. Wir bleiben aber sehr gespannt, wie ONE mit so einer Situation umgeht. Wenn es nämlich um die Zugpferde der Organisation geht, ist die Liga nämlich nicht sehr zimperlich, wenn es darum geht, Kämpfe doch mal in einen No-Contest umzuwandeln. Das sah man ja zuletzt vor 2 Jahren bei Giorgio Petrosian und Pat Morakot. Von ONE Championship gehen wir jetzt rüber zur UFC. Da steht nämlich nach einer kurzen Osterpause schon die nächste Fight Night im UFC Apex von Las Vegas an. Mit dem Hauptkampf zwischen Marvin Vettori und dem kurzfristig eingesprungenen Kevin Holland am Samstag. Wenn ihr euch die Fight Night am Samstag anschaut, dann werdet ihr dabei einen neuen Look zu sehen bekommen. Denn zum ersten Mal tritt Venom als offizieller Ausrüster auf und löst damit Reebok ab. Nach 6 Jahren endet die Partnerschaft mit dem Sportartikel-Riesen, die schon früh in der Kritik stand. Und das nicht nur wegen Giblet, Melendez, Kevin Swanson, Anderson, Aldo oder der Nordirland-Kontroverse. Jetzt also Venom. Die scheinen zumindest die Namen der Kämpfer richtig auszusprechen und gehören eigentlich schon seit Jahren zu den klassischen MMA-Marken. Damit wird jetzt alles besser, richtig? Am Grundproblem des Sponsorendeals rüttelt jedoch auch Venom nicht. Weiterhin dürfen Kämpfer kein eigenes Merchandise auf offiziellen Terminen tragen. Dafür gibt es zwar eine Entschädigung, die beträgt aber selbst bei Champions maximal $42.000. Vorher waren es nur 40.
Ausnahmen sind natürlich Kämpfer, die so bekannt sind, dass sie einen eigenen Deal mit dem Ausrüster verhandeln können, etwa in der Vergangenheit Conor McGregor oder Paige VanZant. Für die Sponsorengelder der Kämpfer bittet Venom allerdings auch die Fans ordentlich zur Kasse. Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Authentic Fight Shorts bis zu $130 kostet. Ein stolzer Preis. Einer der ersten Kämpfer, der mit den neuen Shorts von Venom ins Octagon steigen darf, ist Jirgis Danio, Deutschlands einziges UFC-Schwergewicht. Der Man Mountain kehrt nämlich nach 4,5 Jahren Pause in den Käfig zurück und trifft am Samstag auf Jorgen De Castro. Es gibt wohl nur wenige Kämpfer, die in ihrer UFC-Karriere so viel Pech hatten wie der Syrer. Sein Debüt gegen den Polen Daniel Ormelandschuk endete bereits nach einem tiefen Knie in einer technischen Entscheidung gegen ihn. Auftritt Nummer 2 war ein Unentschieden gegen Christian Colombo. Auch da hatte er mit mehreren Regelverstößen des Gegners zu tun. Seitdem wurden zahlreiche Kämpfe wegen diversen Verletzungen wieder abgesagt, unter anderem gegen Greg Hardy oder Tai Tuivasa. Nun ist er zurück und will gegen Jorgen De Castro im dritten Anlauf endlich den ersten UFC-Sieg. Die UFC Fight Night am Samstag geht mit dem Vorprogramm schon um 17.30 Uhr auf dem Fight Pass los, nicht vergessen. Jirgis Danio dürfte dann 2 Stunden später etwa dran sein. Er macht den 5. Kampf in den Prelims. Die Maincard dann im Anschluss ab 21 Uhr auf The Zone und dem Fight Pass. Kevin Holland freut sich dabei auf einen echten Fight gegen Marvin Vettori. Und ich glaube auch, das wird eine ganz runde Sache. Allen, die dabei einschalten, schon mal viel Spaß bei der Fight Night. Wie gesagt, 17.30 Uhr Prelims, 21 Uhr Maincard auf den üblichen Übertragungswegen der UFC. Und ganz knapp vor der Aufnahme ist noch eine Eilmeldung über den Ad gekommen, denn Khalid Taha hat seinen nächsten Kampf vor der Brust. Das Bantamgewicht aus Dortmund wird nämlich am 17. Juli wieder im Oktagon der UFC stehen und sich dann mit dem früheren M1-Champion Sergei Morozov messen. Taha musste sich in seinem letzten Duell dem heftigen Brasilianer Raoni Barcelos geschlagen geben, nahm aber dafür immerhin den Bonus für den Fight of the Night mit. Morozov feierte im Januar sein UFC-Debüt und unterlag dabei Habibs Cousin Umar Nurmagomedov in einem Rear Naked Choke. Die beiden treffen nun am 17. Juli in Las Vegas voraussichtlich aufeinander im Rahmen einer Fight Night. Wenn ihr also immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns hier ein Like und ein Abo da, drückt auf die Glocke und startet unsere Webseite gnp1.de einen Besuch ab. Dort könnt ihr diese und viele andere News und Neuigkeiten aus der nationalen und internationalen Kampfsportszene nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit.